Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer Runde Sky Factory 3. So, ich habe ein kleines bisschen Ausflug gemacht. Unter anderem diese Plattform hier. Ich wollte da drüben die Bäume weghaben, weil die Stadt teilweise nicht mehr richtig durchkam. Deswegen habe ich jetzt einfach mal hier blöd zwei Bäume hingesetzt, das reicht. Und dann hier so ein Viererfeld. Und hier eine kleine Dirt-Automatisierung. Einfach Kiste, Hopper, Barrel, Hopper, Drawer. Hat auch schon ganz gut gefruchtet. Dann nehme ich mir auch mal bewusst so ein Stack mit. Dann habe ich offscreen nochmal hier das Iron Stiffen Mesh aufgefüllt. Davon haben wir jetzt eindeutig genug. Und naja, habe auch schon Erze verarbeitet. Und mir ist eigentlich nur aufgefallen, dass wir eigentlich theoretisch gesehen nur drei Barren brauchen: Eisen, Gold, Copper. Weil Lead ist für die Capacitor. Ja, Facades, Schilder, ja, herzlichen Glückwunsch. Könnte man allerhöchstens nochmal sagen, dass wir kein Eisen in Feradarin verbrauchen wollen, sondern nur Lead. Nickel, sieht noch dürftiger aus. Mark 5 könnte man Konstantan machen und das, ja. Was haben wir noch? Silber, kriegen wir für eine Silberchest. Oder ein Silver Chest Transporter. Fuse? Also für die Colossal Chest. Ja gut, da könnte man mal drüber reden. Aber das sieht auch zu bedürftig aus. Ja, okay, für Elektrum, Elektrum. Und Elektrum kann man noch ein bisschen eher brauchen. Für die Heavy End. Für die dicken Blöcke von hier, Mürsif. Aber gut. Habe dann auch hier eine kleine Automatisierung gemacht. Hier oben habe ich noch ein paar mit Koppel reingemacht. Naja, wird geschmolzen und geht dann über die diese Transfer Node über in den Sea Tank. Dann habe ich Besuch bekommen von Street Digger 2, The Spidey Cloud. Ja, ich hatte mal einen Lootpack geöffnet. Ich weiß gar nicht mehr, was das für einer war. Ich glaube, das war sogar so ein stinknormaler, so ein Common. Oder da können die doch drinnen sein. Genau. Da war bei mir aber nur eine drin. Ja, und selbst wenn so eine Smiley Cloud ist nicht wirklich teuer. Liquid XP Bucket und Wolle. Ich meine, noch aber keinen Zugriff zur Liquid XP, aber das kommt ja alles noch. So. Ich habe auch noch ein bisschen gesiebt. Ja. Also, wir sollten jetzt auch mal auf jeden Fall Ressourcen für den Anfang haben. Aber was ich zuerst machen würde, ich würde gerne Dirt nehmen. Und einmal hier im Flint mich durchsieben, weil es da so ein, zwei Sachen gibt, die ich gerne daraus hätte. Und zack. Sehr schön. Und all das, was ich wollte, habe ich auch bekommen. So, einmal hier die Pebbles zusammenklatschen. So, und der Rest, der kann mal. Tschüssi. Ja, hier ist voll. Da. Weißt du was? Das kann weg. Das kann raus. Oh, scheiße, ist das voll. Ja. Kommt jetzt so. Machen wir so. Hier Treibstoff. Und Treibstoff. Wobei, die Koppel lasse ich mal bei mir. Dann haben wir bekommen Sugarcane Seeds, Carrot Seeds, Pumpkin Seeds, Grass Seeds, Melon Seeds, Potato Seeds. Hatten wir schon vorher. Mandrill Sapling haben wir, Beetroot Seeds, Rice Seeds, Flax Seeds, Coffee Seeds und Canola Seeds. So. Und davon würde ich auf jeden Fall ein paar Sachen anpflanzen wollen. Auf jeden Fall hoch dabei ist Flax. Und Reis. Den Mandrill Sapling wollte ich eigentlich so aufbauen für, naja, Deko. Okay, was heißt Deko? Ich will ihn schon verwenden. Aber eigentlich auch nur so wirklich, damit ich ein paar schön bisschen bauen kann. Ja. Gut, dann nehmen wir uns nochmal hier so ein Stack
So ein Stack Erde. So. Dann hatte ich vorgehabt, wollte ich hier in diese Richtung noch ein bisschen expandieren. Und ich will gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, okay. Mach mal hier noch ein Feld hin. Eindeutig, da kommt ein Feld hin. Ich weiß aber auch nicht, warum meine Stimmung gerade so ein bisschen angeschlagen ist. Also ich bin gerade eben erst aufgestanden. So, ja okay, was heißt gerade eben? Vor einer halben Stunde. So, naja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, wenn wir das einstig breit machen, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da können wir sogar zweitig breit machen. 4, 5. Müsste so ungefähr sein. Wir werden es halt sehen. Ah ja, falls man es im Inventar sieht, ich habe mir auch so ein paar Sachen mal gegönnt. Unter anderem mal ein Bedstepper. Hier. Muss ich einfach rechtsklicken und alle Fledermäuse in der Gegend sterben. Wobei, ich mache mal. So. Ein bisschen weiter. Dann habe ich mir noch einen Diamond Builder Wand und einen Diamond Hammer gegönnt. Weil, naja, wir haben es. Großartige Erklärung kommen jetzt. Wir haben es. Jetzt habe ich natürlich keine Fackeln bei. 2, 3, 4. 4. Müsste ich dann einen Dreier-Eingang machen, weil 1, 2, 3, 4. Dann mache ich noch eins in diese Richtung, dann machen wir Dreier-Eingang Ende. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. So wollte ich das und so habe ich das jetzt auch. Ja, machen wir das so, dann sparen wir hier schon mal wieder ein paar Slabs. Ja. Slabs, die ich dann falsch platzieren kann. So, ich nehme aber mal gerade ein paar Fackeln. Und ich werde jetzt spawnt da hinter mir was. Nein. Man muss dazu sagen, bei so solchen Skyblock Modpacks ist die Spawnrate halt relativ hoch, weil die Spawnfläche fehlt. Zack. Zack. Sehr gut. Dann 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, hier noch ein bisschen Erde holen. Das ist super, dass wir so viel Erde auf Vorrat haben. Weil ich werde auf jeden Fall noch weiter Erde produzieren, weil, naja. 8 und 9. So. Ne, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall weiter Erde produzieren, weil ich würde gerne auch mit Erde ein bisschen bauen. Ich würde ja wirklich so eine kleine Waldgraslandschaft machen. Und naja, dafür bräuchten wir schon mal etwas. So. Ach komm, platzieren wir. So. Habe ich keinen Eimer mehr? Okay. 3 LED. Weil ich bräuchte jetzt gleich ein bisschen Watta Watta. Watta Watta ist gut. Watta tut so gut. Frag mich nicht, was ich gerade wieder für die Scheiße laber. Ich weiß es selbst nicht. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Moment.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Also hier. Ja. Und dann einmal, weil ich das hasse. So. Dann können wir jetzt hier noch ein bisschen die Umrandung fertig machen. Nur so ein kleines bisschen, ich mache das gleich alles fertig. Weil so wie ich mich kenne, werde ich da gleich runterfallen. Zack, 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 zack. Ich will einfach ein bisschen Schutz haben. So, sehr schön. Das reicht dann erstmal. Dann werden wir uns einen neues Werkzeug machen. Wieder aus Knochen, weil wir davon einfach am meisten momentan haben. Und zwar brauchen wir erst nochmal eine Shovel. Wir brauchen ein Bone Axe Head. Ein Bone Shovel Head. Und einen Stock. Als Toolrod. Ja, kriegst du zwei. Und das Ganze setzen wir dann zusammen. Und wir bekommen einen Mattock. Und der Mattock ist nichts anderes als, naja. wie drücke ich es aus? No. So, dann. Wobei, warte mal. Warte mal. Ah. Ich mache mir noch ein bisschen Bodenmehl. Dann machen wir uns hier einmal das Feld. So, hier ist es egal, ob es dunkel ist, weil auf Farmland kann ich spawnen. So, und damit haben wir eine gute Fällt euch was auf? Hier wächst Kreis, hier wächst Käse. Ich glaube, da habe ich einen kleinen Bug gefunden. So, auf jeden Fall haben wir jetzt Reis. Und was machen wir mit Reis? Naja, auf die Seeds, mit denen können wir auch Biomesh herstellen und das im Fermenter. Könnten wir zu Bauenmehl machen. Darauf habe ich doch gar nicht großartig abgesehen. Eher auf den Reis. Weil mit dem Reis können wir Papier herstellen, essen, 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 essen. Jede Menge essen. Oder aber. Wir könnten auch Rice Turtle herstellen, also Reisteig. Und mit dem Reisteig könnten wir Slime Balls machen. Und damit auch Magma Cream. Slime Blöcke. Also damit kriegen wir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel gutes Zeug her. Und davon wird jetzt auf jeden Fall etwas herstellen. So. Sehr schön, einen über ein Stack, also etwas über ein, aber es ist über ein Stack. Ja, da wollte ich dich haben, da und nirgendwo anders. Ah, halt, ich muss ja so. Zack, zack, zack. 4. Ich mache so mal 12 Slime Balls. So, sehr schön. Jetzt haben wir 12 Slime Balls. Und was machen wir jetzt damit? Wir nehmen uns hier ein bisschen Blaze Powder und machen daraus mal schnell. Magma Cream. So, jetzt haben wir 12 Magma Cream. Und jetzt? Haben wir 3 Magma Blöcke. Ich glaube, ihr seht noch nicht, wo das Ganze hingeht, oder? Gut. Dann nehme ich mir hier mal den Stone, den ich vorbereitet hatte und ihr schon gesehen habt. Mache dann mal 3 Stone Barrel. Gehe dann einmal hier hin, wo ich ein bisschen Platz mache. Zack,
zack, zack. Die kommen da rauf. Transforming? Ganz einfach. Wasser, das unter einem Magma-Block ist, zeige ich mal kurz, verwandelt sich zu Firewater. Und was wollen wir mit Firewater? Firewater hat einen super Multiplikator für Lava. Wenn ich mich recht erinnere, ist das 1x8. Ich weiß es gerade nicht genau. Aber heißt im Klartext, wir werden so ein paar... Meine Güte, was ist denn heute los? Ich werde gucken, dass ich mit Firewater auf jeden Fall und Lava herstelle. Und dann gucken, dass wir hier drüben die erste Maschinenplattform aufbauen. So, aber bevor ich das vergesse... Und weißt du, was brauche ich dafür Lava für Maschinen? Naja, wir brauchen irgendwoher Energie. Und da würde ich ganz gerne gucken. Es gibt, wir haben hier die Möglichkeit, auf einen Lava-Generator zu gehen. Da können wir jetzt auf den von Simple Generators gehen. Oder wir gehen auf den Magma-Generator. Der Magmatic-Generator produziert mit 50 Lava 5000 RF. Der Lava-Generator zeigt es nicht an. Ich würde aber, glaube ich, oder? Gucken wir mal gerade. Magma. Der scheint mir einfacher zu sein. Vier. Der braucht uns dann 8 Redstone. Der. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die hier. Weil Redstone ist noch so ein bisschen sparsam bei uns. Da haben wir gerade mal 53. Klingt jetzt ein bisschen viel, aber es ist eigentlich nicht wirklich viel. So, wie ihr seht, das dauert auch seine Zeit. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich werde jetzt mal hier das Feld auffüllen. Nochmal Hälfte Reis, Hälfte Flachs anpflanzen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.